Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Ark Survival Evolved von unserem Community-Server. Grüßen mal wieder der Alaytalk, Servus, auf ins Bino. Dann der Anubis, Servus. Moin Moin. Und die Danu. Hi. Wir sind hier auf den Rhinos unterwegs, die wir in der letzten Folge gezähmt haben und dann hier mit einer wunderschönen Flugeinlage, ne, hier rüber geschickt haben. Genau. Das sah echt verdammt lustig aus. Und ja, jetzt wollen wir so ein bisschen leveln. Jetzt wollen wir mal schauen, dass wir denen ein paar Punkte drauf geben. Wir haben jetzt zuerst mal ein bisschen auf Stamina gelevelt. Da schien es uns so, als hätten die da am meisten Bedarf. Aber ansonsten sind die Werte schon mal ziemlich bombig. 3400 Leben von Haus aus. Nicht übel. So, mal schauen, was die so zu erleben. Achso, ich sollte auch lenken. Also. Hast du K noch eingeschalten? Ja, ich hatte K noch eingeschaltet, genau. Ja, dann hatte ich vorher auch das Problem. Letzte macht die Tür zu. Oh Mann, Anubis, geh weiter. Ja, kann ich nicht, wenn du mich hier festkeilst. Ja, der Letzte macht die Türe zu, klingt gut. Okay. Macht Schaden. Wo bist du hin? Ach, da drüben. Links, da ist eine Schildkröte, die Arme. Allei, du kannst das schon zuschnappen am Boden, da liegt schon ein paar tote Dinger. Oh. Nicht richtig erwischt. Okay, mal umdrehen. Bumm. Hehe. Die Schildkröte war mal. Okay, also die machen richtig Schaden. Vor allen Dingen, wenn sie mal auf Speed sind, verbrauchen sie dann wenig Stamina. Aber bis sie auf Speed sind, ist die Stamina verbraucht. Lass uns runter in die Trike-Ebene. Ich bin jetzt nur zu Kröte nach links abgebogen. Was Na, machen die gut. eigentlich mit Bäumen? Nur mal so doof gefragt. Nichts. Fällen? Doch. Ja, sie rennen durch. Du brauchst Bäume? Du brauchst das nicht einmal umhauen. Die fallen einfach so um. Okay. Ey! Wir müssen uns hier absprechen. Echt? Ja, weil der ist mir voll. Haha! Oh, der war 112. Der war 112, ja. Schon ein Pech aber auch. Jetzt nimmer. Schnell, ne? Verdammt, hier ist nichts. Ich würde es gerne mal an einem Pronto ausprobieren, muss ich sagen. Also, Gerüchten zufolge hauen die so ziemlich alles One-Hit um, wenn die mal richtig in Fahrt sind. Wenn wir da mal ein Pronto haben oder ein Paracer oder sowas, da wird's doch spannend dann. Mhm. Kröte. Schaut doch, dass er ein bisschen was zum Essen im Bauch hat. Weil die haben ja gar nichts drinnen momentan. Also mit zwei Schlägen eine Kröte umgehauen, ja, ist okay. Mit Sprint oder ohne? Also mit dem. Der, ja, so ein halber Sprint, das war jetzt noch nicht so Level ganz. Level up, wie schön. Noch nicht so ganz aufgeladen. Ja, Level up habe ich auch. Haben wir noch ein bisschen Stamina. Was willst du denn? Kano! Oh, Mist, Stamina. Ich hab dir da mal was hingelegt, Alay. Ich glaube, Alay hat eine Menge zum Umhauen. Ich bin der Staubsauger vom Dienst. Ja, wir haben ihn ja als Fleischvernichter mitgenommen. Ja, ich habe mein Scheißeäffchen hier noch dabei übrigens. Das neue? Der nächste Höhlenaffe, nachdem der letzte leider Gottes in der Höhle geblieben ist. Ja, ich habe auch mein nächstes Level. Das geht ratzfatz jetzt hier am Anfang. Stamina. So. Ja, kein Bronto weit und breit. Normalerweise sind hier immer Brontos, wenn man sie braucht. Gehen wir darüber Richtung Überlebenden, oder? Da drüben sind eigentlich immer Brontos. Wo ist drüben und. Da entlang wäre das. Da entlang. Auf den Fluss zu und dann rechts oder links? Au! Ja, ich überlege gerade, eigentlich wäre es am sinnvollsten, wir gehen da über diese Ebene drüber, da vorne. Da vorne. Ja, folgt doch einfach. Oh. Immer dem Spino nach. Schnelle Schwimmer sind es nicht. Wahrscheinlich mit dem, mit dieser. Mit oh, 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 oh. Ja, und dann ist früh. Okay. Wurscht, ist egal. Tot. Tot ist tot. Tot ist tot. Wow. Oh, tot.
Das macht fast Spaß, gell? Ja. Ich hänge in dem blöden Dreieck fest. Kannst du die mal fressen? Danke. Wow, also der Schaden ist, boah, der ist echt brutal. Wo haben wir Anubis? Anubis, wo bist du? Hinter euch. Oh ja, eben. Hier. Wir gehen ein paar Mega-Neuras gerade auf den Nerv. Kriegst du das nicht weg? Schon erledigt. Doch, alles schon gut. Also ich würde sagen, Mega-Neura sind auch ganz schnell weg. Ich glaube, da habe ich ein bisschen mitgeholfen. Ne, hier jetzt gerade. Ich habe einen ganzen Stapel gerade. Oh, da einen tot. Musst du mir mal aus dem Genick beißen, oder? Jetzt habe ich sie. So. Kroko war auch nur ein Schlag. Schaut mal den Frosch treffen. Da hinten ist ein Paracean. Häng fest! Ich häng fest! Ich häng ich fest! Ich auch! Lauf mal rückwärts! Steine hier. Ja, also für den 72er Frosch hat meiner drei Schläge gebracht. Aber oh, ich habe das kleinste Rhino. Wo ist das Paraz her? Ich will das Paraz her. Ich will auch. Ich will auch. Oh Mann. Dann hole ich es mir, ja? Ja, ja, ja. Na gut, dass also da mehr als eins rumsteht. Nicht geeignet, merke man sich. Oh. Ups. Brauch ein bisschen. Paracer ist ein bisschen geflogen. Oh. Naja, war auch ein Level 76er. Hat's ein bisschen gebraucht. Ja. Irgendwo liegt ein Paracer. Er hat's, glaube ich, schon gefressen. Nee, hinterm Aller liegt noch eins. Mach mal Platz, ich hab Anlauf. Platz, ich komme! Oh, der Wendekreis ist Hammer von dem Viech. Oh Mann. Oh. Aber die haben übrigens noch keinen Namen. Nein, alle drei noch nicht. Wie kann man die mal nennen? Alle findest du uns eh noch? Ja, ja, alle ist doch noch bei uns. Wie kann man immer die den roten Blutspuren nach. Kann ja nicht immer nur Wooly Reno heißen hier. Wie wär's denn mit, weiß nicht, Horst, Olaf und Brunhilde? Nein. Oh, schon wieder Danu. So. Oh. Alter. Etwas. Ganz geringfügig, ja. So. Da hinten ist ein Paracer. Das ist meins. Und vorher wieder die Puste. Nee, er hat doch das große. Ja, ich hab. Das hatte Koja. Ich hab auch ein großes, aber. Ich hab das 60er. Lächerlich. Ja, aber nur weil ich Vorarbeit geleistet habe, ja? Ja, jetzt willst du wieder Vorarbeit geleistet haben. Ja, und wieso schaffst du dir die Morphodons an, hä? Weiß ich nicht. Ja. Tu mal was. Brauchst nicht. Du brauchst nur rückwärts gehen, genauso wie beim Spino. Oder beim Trike. Einfach rückwärts gehen. Alan muss auch mal was zu tun haben. Ja, der muss doch das ganze Fleisch fressen. Bleib stehen. Häng hier irgendwie in einem Paracer, was man nicht mehr sieht, fest. Boah, den Sumpf abholzen, voll einfach. Das ist echt, du malst da einfach nur so durch. Pump. Vor allem das schöne Schneise. Doch, jetzt auf einmal schon. Mal nochmal. Oh, Pronto. Komm, den müssen wir von allen Seiten. Da müssen wir. Moment, ich hab grad drei Paracers. Komm schon. Oh, Mann, überall Steine. Geht doch gar nicht. Hättest die Schneise genommen, die ich gemacht hab. Hau ab! Ups! Blöd Vieh. Da fliegt ein Paracer weg. Da ist noch eins tot. Ich hänge im Paracer. Oh ja.
gebraucht. Allah, Hilfe! Schläge hat er gebraucht. Ich häng fest, ich häng im Bronto, ich häng im Bronto. Ich häng im Paracea, Hilfe! Okay. Jetzt kennen wir die Schwäche der Tiere, die bleiben einfach hängen. Und haben einen Wendekreis wie ein Bus. Nee, Bus hat einen kleineren Wendekreis. Ich sehe alle schon. Kommst du nie, ja? Ach nee, jetzt haben die mega Neural gezockt. Jetzt hänge ich hier gerade irgendwie fest. Sehen alle da hinten noch wütend im Nebel. Komme, ich eile. Ich helfe euch. Ich rette euch. Ich kann nicht mehr. Aber hey, wir kommen zu viel Fleisch so. Ja, wir kommen zu einiges an Fleisch und wo sind wir? Die nächste Frage. Ja, nicht dort, wo wir hin wollten, aber es ist ja egal. Es macht Spaß. Mein Äffchen hat ja auch mal ein Level, jawohl. Sehr schön, mein kleines Scheißerchen. So. Achso, ich wollte das ja noch abwerfen und dann F5 müsste sein, oder? Ach egal, ich stelle das mal. Endisch auf. Oder ist das noch auf Attack My Target? Möglich. Hast du das gestern nicht umgestellt? Ja, okay, wunderbar. Nee, das soll es ja sein auch. Das ist genau so, wie es sein soll. So, wo seid ihr hinge... Ach, da. Hey! Noch. Mach mal nicht so einen Aufstand, Digga. Sag doch nicht Dicker zu ihm. Ineinander. Ja, jetzt wegen dir. Weil du hier rumgezeugt hast. Mann. Ich bin ein Paparazzias. Fetten Hintern. Ich bin eine Biene. Ich bin gar nicht da. Oh Gott. An was erinnert mich das schon wieder? Ich hab Angst. Meine. Ich bin ein Hibi. Werd ich bestäubt. Ich. Ich häng fest, diese Scheiß, diese blöde Fionmia. Bleib stehen, Paracia, bleib stehen. Du hast ja was. Und halt wegpieken. Puff. Weißt du, mit dem Horn macht das wenigstens Sinn, dass die Paracia so wegfliegen, ja? Wie Luftballons. Ja. Wenn da rein die Menno, kein Stamina. Ich brauche ein größeres. Also mit 624 Stamina jetzt kommt man ganz gut klar. Mhm. Ja, soweit bin ich noch nicht. Ich bin bei 400. Ach, herrlich. Da hinten an der Schräge fest. Jetzt kommt er. Komm, ich geile, ich fliege. Wie lange brauchst du denn, Alay? Also wirklich, wie lange du für so ein Paracer brauchst? Oh Mann. Oh ja. Ich glaube, du willst jetzt gar nicht mehr den Spino haben, gell? Naja, doch. Rino schwimmt so schlecht. Häng fest! Naja. Ja, ohne Spino wären wir hier drin aufgeschmissen. Wir wären schon 3000 Mal festgehangen. Ja. Ja, wir hätten ja immer nur warten müssen, bis der Mega-Neural das wegfressen. Aber es wäre halt Verschwendung gewesen. Bei einer gewissen Größe an Schwarm machen die auch Schaden. Oh, das war ein Frosch Level 100. Okay. Ich bin da mal am anderen Ende vom Sumpf. Oh ja. Wir finden dich schon wieder. Irgendwann vielleicht. Das geht so rasend schnell. Oh, ich bin aus dem Sumpf rausgekupft. Sprintet mal und schlag dabei die ganze Zeit. Ich hab hier so eine Riesenschneise erzeugt damit. Das ist der Hammer. Einfach sprinten und die ganze Zeit schlagen. War was? Nö. Hier, wuff. Das ist einfach der Hammer. Das Vieh ist. Das ist so brutal. Man sieht nur die Bäume fliegen und es laggt wie Sau. Oh ja! Ey, guck mal.
Ja, ich werde von jetzt an immer so 3-4 Nashornreiter halten. Die vorweglaufen. Stell dir mal vor, stell dir einfach mal vor, du bist zu viert und machst die, stellst sie so nebeneinander auf und mäst dir mal durch. Komm, das machen wir jetzt mal. Stellt euch mal hier neben mich. Ich müsste wissen, wo ihr seid. Selbst zwei von euch, wenn sie passend laufen, machen mir eine Schneise, die ist echt angenehm. Ja. Einfach den Sumpf weiter unten im Tal eigentlich. Da nur. Mhm. Oh. Einfach der Schneise nach, im Zweifel. So. Ich glaube, ich sehe ihn, Spino. Ja, ich merke halt, dass kleiner ist. Da war das nächste Level. So brutal, wenn du da echt durchmähst, du machst eine Schneise, die ist sensationell. Und dazu dann noch 1000 Gewicht hier. Unglaublich. Und es Mach leckt. Mal. Ja, Danu, da sehe ich. Ja, es leckt wie Sau. Wenn du da läufst und haust, du, es leckt wie Sau. Wir stellen uns jetzt mal hier nebeneinander auf. Und dann machen wir mal einen Sprint hier durch. Solange die Stamina hält quasi. Ja, so viel habe ich nicht. Ich werde irgendwann abbrechen, aber. Das ist echt der Hammer. Wo ist Danu? Gleich da, aber Moment, ich brauche noch Stamina. Ich habe nicht viel davon. So, dann. Dann 3, 2, 1 und go! Es leckt! Oh Mann! Weißt du, sprinten und schlagen, die ganze Zeit sprinten und schlagen, das ist so der Hammer. Bis zur nächsten Wand quasi so. Welche Wand? Wand? Welche Wand? Wir wissen Abstand zu euch. Oh, geht's. Ich hab kein Stamina. Ich komm noch mal vorbei. So, jetzt mein Stamina auch leer. Boah, übel. Das ist der reinste Hammer, oder? Das ist echt der reinste Hammer. Ich komm mal zurück ein Stück. Sagt mal, wenn ihr mich seht. Ich seh nämlich nicht. Ich könnte da, glaube ich, Hilfe brauchen. Ah, ja, okay. What? Oh, wie krass ist das denn, ey? Also ich werde meinem noch ein bisschen Leben geben müssen. Echt? Ist er angeschlagen von dem? Er hat nur noch 800 Leben. Ich hatte nur 1200 Leben. Ja, ja, gut. Ist ja der Kleinste, wie gesagt. Alter, ist das der Hammer. Ja, aber an eurer Streckenführung zu dritt, da müssen wir noch dran arbeiten. Was? Warum denn? Streckenführung. Streckenführung zu dritt. Ja, gut, okay, ja, das kommt, da müssen wir noch mal gerade hier, ja. Da standen vereinzelt Bäume im Weg. Nein, das geht ja nicht, nee, da müssen wir noch arbeiten dran. So, hier, so, nehmen wir nochmal Stellung. Mhm. So, jetzt, Achtung, festhalten, es gibt Lags. Dann 3, 2, 1 und go. Alter, es ist Standbild, es laggt. Alter, und jetzt hänge ich hier. Warum eigentlich? So. Oh, Felsen. Oh, Packe. Haben wir da hier, da kann man was kaputt machen wieder. Bitteschön. Danke. Und noch mehr. Das Parazell hält gerade aus. Alle? Schlange? Danke. Toll, also die Tiere. Die
Die Tiere gefallen mir irgendwas. Achso, ich habe ein paar Frösche an der Backe. Okay. Nicht mehr lange. So. Oh, Level 108. Tut mir leid. Ja, ja, von wegen. Tut ihm gar nicht leid. Er tut nur so. Oh, ein Opfer, ein Opfer. Ich sehe ein Opfer. Ich sehe ein Opfer. Geh weg. Weg, weg, weg. Die letzte. Attacke! Da oben sind zwei Brontos. Hm, ach da, das Opfer meintest du. Wo sind Brontos? Rechts ach, von dir. Oben, ja. Hier unten ist ein Parazell hinter dem Stein. So, mal gucken, dass wir ein bisschen Anlauf kriegen. Ja, wunderbar. Erstmal die Schlange weg. Wo seid ihr denn? Oben so. Bei den zwei Brontos. Der arme Bronto. So, ich nehme mal Stellung hier. So, Danu, kommst du hierher zu mir? Ja, Moment. Dann können wir zusammen anstürmen. Das wird gut. Ja, Moment, ich brauch dann noch Stamina kurz. Ja, 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 ja. Oh, es gab ein schönes Lag. Das war schon sehr da. Ja, bei mir auch. Okay. Wo stellst dann du dich jetzt hin, Danu, bist daher? Gut. So, dann, es geht los. In drei. In, wo ist Danu? Ach, da. Neben dir. In geht zwei. Schon. Eins und go! Wir hindern uns. Oh. Ups. Ihr braucht glaube ich, gar nicht schlagen. Kann das sein? Doch, ich hab's geschlagen. Oh, da ist ein T-Rex, der gehört mir. Das ist meiner. Mach mal hier mit. Mal jetzt ohne Anlauf. Mal gucken. Ah ja, das ist... Boah, Alter, schiebst mal den Bronco 3 Kilometer weg hier. Ich bin da mal drunter. Kannst du mich mal rausfressen? Bin weg. Alter, ich lass Kuh ja da schmoren. Wie war das vorhin noch? So komischer Typ auf dem Spino, der dahinter rennt. Oh, danke schön. Anubis, vergiss es! Ist meiner! Oh, ist meiner! Oh Mann, ein Kindergarten! So geht das! Du hast den Baum getroffen, du Noob! Oh Mann! Wer wollte den Rex haben? Achso, wo ist er denn, der Rex? Oh Mann, du scheiß Frosch! Meinst du den da? Das ist so wirklich so Riesenauflauf und alles und dann, oh, Ameise. Das ist so, ups, ich muss anhalten, Ameise. Das ist echt ein bisschen blöd manchmal. Ich hänge hier irgendwie fest. Unser Dino-Endknoter, unser Rino-Endknoter, unser der Professionelle. Ja. Hier gibt es ein Paracer zu frühstücken. Was ist denn jetzt los? Ach so, Stamina leer, na super. Bleibt aber auch stehen wie vom Blitz getroffen, gell? So. Ja. Stamina leer, kann nicht mehr. Mir doch egal. Nee, hast du eigentlich ein AOE? Ja, hast du. Sehr gut. So, wo haben wir die zwei jetzt verloren, alle? Wo sind die hin? Ich bin ach, da unten. Beim tanzenden, zum tanzenden Paracer. Mein Affe ist hier am Scheiße werfen. Hört mal so ein bisschen, genau. Fliegenfänger braucht ich mal. Pass auf, Alter, jetzt bist du zum Fliegenfänger degradiert. Oh, das hält aus. Mein kleineres Ziel. Man kann ja nicht mal anlaufen sein. Level 60. Also Paracels kriegt man nicht One-Hit weg. Zumindest nicht die großen. Dann müssten wir doch noch ein bisschen auf Damage geben vielleicht. Alter, was ist eine Attraktion hier. Also mit denen kannst du richtig Spaß haben. Es ist auch sehr schön, ja, wie man halt wieder die Kampfmusik versucht anzufangen.
Da, ja, ganz gut. Dopp. Oh, da steht drin. Da kommt er. Oh, der hat aber... Moment, ich muss hier mal weg. Lass mich mal durch. Ich muss kurz wetten. Sekunde, bin gleich da. Ach ja, was soll das denn? Mir warten noch. Also Sarkos haben nichts zu lachen beim Rino. Toll. Danke. Bitte. War danach. Mir ist gleich mal nach was ganz anderem. Nach was denn? Weiß ich nicht. Soll ich mir noch einfallen? nach Paddeln zum Beispiel. Da vorne ist ein Kanu im Wasser, gell? Ja. Und 35 Piranhas. Ja, ich hoffe, es schmeckt dann. Nee, geht nicht. Im Wasser kann er nicht? Nee, er kann nicht kämpfen im Wasser, scheint's mir. Okay. Ist auch eine gute Info. Nicht. Ja, war durchaus. Wäre schön gewesen, vorher zu. Ich hab hier oben mal Aufwand. Ja, ist gut, dass nicht ich rausfinden musste. Boah. Es leckt hier gerade wieder wie Sau. Dankeschön. War gerade ein bisschen knifflig. Ich kann gleich nicht mehr helfen. Hänge hier vor allen Dingen irgendwie, es ist leckt. Achso, da sind die blöden Dilos so gewesen. Ihre Leckgeschichte, also. Puh. So, wo seid ihr beide eigentlich hingelaufen? Hast du noch was, Dano? Nur ein paar Fliegen, glaube ich. Jetzt, nimm mal, jetzt hat's da allein. Alle laufen nach hinten. Das ist bei denen hier kein Problem. So. Jetzt muss ich euch erstmal suchen, wo seid ihr denn überhaupt? Und, aus dem Sumpf raus und dann rechter Hand. So, ich glaube, jetzt haben wir sie alle, oder? Ja. Sieht gut aus. Ich hab euch noch hier auf der Ebene spielen sehen, aber gut. Ja, also Sumpf, ja, da sind wir der rechte Hand jetzt, da sind wir von rechts von dir. Aber so schadenfrei schaut deines auch nicht mehr aus. Nee, ich habe ja gesagt, es war gerade ein bisschen brenzlig. Ich brauche noch eine Fliege, kannst du mal kauen? Dankeschön. Kann mir mal diesen Sarko hier vom Arsch nehmen? Also da kriegen sie Probleme dann doch nach einer gewissen, also bei der Wendigkeit. Es ist einfach übel. So, ich mache jetzt tatsächlich mal ein bisschen auf Damage nochmal. Wie viel Level habe ich denn gekriegt hier? Das ist ja unglaublich. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Komm, dann gehen wir mal zurück. Oh, guck mal, da fällt ein Baum. Da ist doch bestimmt genau ein Palazier dahinter. Oh Mann. Ich fütter meine mal ein paar Früchte. Er hat gedacht, er könnte sich hinter dem Baum verstecken, aber nein, nicht mit mir. Und die zwei Schlangen haben sich gedacht, guck mal, da kommt der Idiot wirklich. Na, jetzt hat sie immerhin schon wieder 700 Leben. Boah, ist der Raptor mir im Weg gelaufen. Ja, genau, das hatte ich auch eben. Leck. Okay, wenn er kacken muss, bricht er auch einfach ab. So mitten im Ansturm. Ja. Muss aufs Klo. Geht jetzt nicht. Das machen sie aber alle. Ja, stimmt schon. Oh, wie viel Material ich so nebenbei aufgesammelt habe, ne? Sag, wie viel Fleisch hast denn du schon alle? Genug. Mein Kühlschrank ist voll und eure? Na hallo. Ich hab keinen. Die Küche muss voll werden. So, aus dem Weg. Rino muss nach Hause. Oh, Rex! Da hinten ist ein Rex. Wo ist ein Rex? Okay, wo war ein Rex? Schön. Bei dem Pinökel, hinter dem Pinökel, da war Rex und Paracer und... War echt drollig.
Mhm. Ich sehe die Überreste eures Schlachtfestes, ja. Ja, ja. Eures? Das ist nur deines. Wo ist denn da Anubis? Ich spiele hier gerade mit dem Parazier. Oh Mann. Sie kann mir das gerade vorstellen, so Parazier gleich Ball ja. Oder so, ja. Boing, boing. Gut, ja, dann müssen wir jetzt hier irgendwie rechte Seite, oder? Und dann kommen wir zurück, ne? Ja, wir sollten halt dann irgendwo da hoch. Ne, dann gehen wir hier mal hoch. Weiß nur nicht wo. Ob wir da hochkommen, weiß ich nicht mit den dicken Viechern. Jetzt probieren können wir's. Wir gehen jetzt hin. Ja, könnte eventuell. Weißt du, wo die PvP-Basis war? Ja. Hau ab, du! Warte nicht. Hier hinten ist doch rechter Hand ein Weg nach oben. Ja, ja, ich gehe gerade da hoch. Kann jemand da nur bis beschreiben? Ach, ich weiß, wo ihr hingegangen seid. Ja. Ihr seid da bestimmt durch die. Wir sind kurz vor der Basis der Kampfkekse. Und dort sind wir dann hoch, weil wir zurück zur Basis wollen. Das heißt, genau. Beim Wasserfall hoch. Ja. Versuch mal meinen. Und ich sehe Kuya schon wieder nicht. Ach, warte, da hinten fallen die Dinos. Ja, okay, ich sehe ihn. Da hinten fallen die Dinos. Ja, Bäume, Dinos, suchst du aus. Also die großen Schwimmer sind die Viecher wirklich nicht. Nein. Nee, ganz grausame Schwimmer, um genau zu sein. Huch, irgendwas greift mich an. Na super. Siehst du uns schon? Also bei diesem großen Aber Blöke. Ich gehe immer den Leichen nach. Das sind Leichen? Allein. Upa, drunter gefallen. Also ich habe jetzt den Pinüpel direkt voraus. Ja, und dann rechts vom Pinüpel. Am ersten vorbei. Mal kurz. Und dann schau nach rechts. Ich kann jetzt nicht wenden, wenn du davor stehst. Ich hau jetzt einfach hier der Dreh. Immer diese Spinos, diese unmögliche Spinos hier. Ich könnte Platz, ihr könnt Platz. Steckst immer drin. Also Wasserfall, am ersten Wasserfall bin ich vorbei. Nee, an dem darfst nicht vorbei, da musst hoch. Komm nochmal runter. Ja, ich heile gerade mein Reno ein bisschen. 980 Leben habe ich schon. Hier liegt eine Leiche. Siehst du den grünen Strahl? Strahl. Ich sehe den grünen Pinökel, ja? Den grünen, nicht Pinökel, den grünen Strahl. Ja, den sehe ich. Okay, und bist du. Hast du zwischen dir und dem grünen Strahl noch unsere Steinpinökel? Die meinen wir nämlich. Da eine, wo oben das Eisen drauf ist und der andere, wo meine PvP-Basis drauf war. Oder stehst du schon kurz vorm grünen Pinökel? Vorm grünen Strahl. Ich stehe ein Stück weiter und ich sehe hier ins Rumlaufen. Schwarzen. Mit schwarzem Segel. Mit schwarzem Segel? Echt? Dann glaube ich, weiß ich, wo er ist. Warte mal. Und das ist ein 120er, Kinders. Nicht ehrlich, oder? Ein Ernst? Doch. Das ist ein 120er Males Saurus. In komplett schwarz. Wo? Auf der anderen Seite einfach runter. Wo seid ihr jetzt alle? Also der ist doch unten im Tal, oder meint ihr? Oben, du bist doch den Zickzackweg runtergegangen. Ich stehe kurz vorm grünen Pinökel und da einfach, ist oben, da spielt er im Wasser. Ja, einfach oben im Prinzip Fluss rüber, also durch diesen kleinen See oben. Und dann geht eine Schräge nach unten und dann siehst du dann auch schon. Okay, also ich muss hoch. Ich bin jetzt nämlich wieder runtergegangen, weil ich dachte, Anubis wäre noch unten, dachte ich. Also ich gehe jetzt wieder diesen Zickzackweg hoch, ich ja? Ich bin unten am Fluss. Und hier, genau. Ist gleich ein bisschen links, wenn da rauskommt. Ich sehe den grünen Blutstrahl. Oh Mann. Ja. Und hier läuft ein 120er komplett schwarzer Spino rum. Oh ja. Ja, ich würde sagen, die Folge ist eh rum. Mach mal einen Cut, Pause und holen wir uns den Spino. Ist nicht wahr. Können wir gerne tun. Aber da oben ist schon ein Vogel.
Das dürfte auch an. Ja, nee. Abgelehnt, das ist unserer. War zuerst hier. Die Kampfkekse, die Kara schwebt da oben. Ja. Alter Vater. Ich schreibe ihm mal eben Hand ab unser. Wow. Okay, liebe Freunde, wir haben eine nächste Folge. Und ich würde sagen, das war auf jeden Fall ja? Ja? Das war auf jeden Fall schon mal spaßig und wir werden dann wohl in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen, wir nehmen ja immer so ein bisschen versetzt auf. Ja. Mal gucken. Also in einer der nächsten Folgen werden wir diesen netten Spino dort vorne. Sam. Das ist ein Befehl. Mhm. Verdammt, das wird eine Nachtschicht. Wir haben jetzt schon 22 Uhr. Leute, warum immer erst so spät? Aber es ist halt so. Den kann man jetzt nicht, da kann man jetzt nichts. Der muss. Den können wir nicht ziehen lassen, das geht nicht. Huch, jetzt ist er weg. Der ist genau außer Reichweite bei mir. Okay, also, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ach du Scheiße. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ciao.